Our blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me. Nun, gesegnete Leute, der Herr Jehova hat mit mir gesprochen. The Lord Jehovah spoke with me this past night. Der Herr Jehova sprach mit mir diese vergangene Nacht. And that is what I want to share with you today. Und dies ist, was ich euch mitteilen möchte heute. He has spoken with me. Er hat mit mir gesprochen about what is about to befall this earth. Darüber, was auf die Erde kommen wird. And asked me to come before you. Und er fragte mich, vor euch zu kommen. And speak with you about what is about to befall the planet Earth. Und mit euch darüber zu sprechen, was kurz davor ist, auf dem Planeten Erde zu geschehen. And in that conversation, und in dieser Unterhaltung, the Lord is bringing tremendous distress upon the earth. Brachte der Herr einen enormen Notzustand auf die Erde. It's a continued situation. Es ist eine weiterlaufende Situation, that the Lord is bringing upon the face of the earth. Die der Herr auf dem Angesicht der Erde bringt. And, I see a lot of people. Und ich sehe viele Leute. I see that the Lord is taking away from the affluence of the world. Ich sehe, dass der Herr wegnimmt von dem Wohlstand der Erde. And I see a lot of people struggling. Und ich sehe viele Leute leiden. And the people were walking to work on foot. Und es gab Leute, sie gingen zur Arbeit zu Fuß. And they are walking through some muddy water. Und sie laufen durch einiges schlammiges Wasser. That appears to have also mixed with some dirt, welches scheint auch mit etwas Schmutz gemischt zu sein. And walking, and when they reach work, und sie gehen, und wenn sie die Arbeit erreichen, they look for a tap for washing their feet. Sie suchen nach einem Wasserhahn, um ihre Füße zu waschen, washing their shoes, ihre Schuhe zu waschen. That's when they dry their shoes and try to get into their offices. Dies ist, wenn sie ihre Schuhe trocknen und sie versuchen, in ihre Büros hineinzugehen. They were walking, the vehicles sometimes could drop them halfway. Als sie gingen, die Fahrzeuge brachten sie manchmal nur bis zur Hälfte des Weges. And then they walk the rest of the distance, meaning they could not afford. Und dann gehen sie den Rest davon. Das bedeutet, sie konnten es sich nicht leisten. And I see the Lord doing so across the entire earth. Und ich sehe, dass der Herr dies tut, quer durch die ganze Erde. And so. Und nun. And the Bible said. Und die Bibel sagte, that there would be, dass es geben wird, the Lord would bring earthquakes and famine. Der Herr wird Erdbeben und Hungersnöte bringen. In various places. An verschiedenen Orten. That these famines and earthquakes, dass diese Hungersnöte und Erdbeben, would be the sign, das Zeichen sein werden, that the Messiah is coming. Dass der Messias kommt. And so, this is such a tremendous time. Und nun, dies ist solch eine enorme Zeit in, the history of the earth, in der Geschichte der Erde. A time that is beckoning this generation to prepare the way. Eine Zeit, die zu dieser Generation ruft, den Weg vorzubereiten. For the glorious coming of the Messiah. Für das glorreiche Kommen des Messias. And und the Lord is crying out to this generation. Und der Herr ruft heraus zu dieser Generation. To heed. Zu beachten, to pay attention, to listen to him. Aufmerksamkeit zu schenken, zu ihm zu hören. But I see, aber ich sehe such a moment and situation, solch ein Moment und Situation, where some people, wo einige Leute in, this dream were having to run to do three jobs, in diesem Traum rannten mussten, um drei Jobs auszuüben. So they are doing three jobs to make ends meet. Also sie machten drei Jobs, um über die Runden zu kommen. So the distress of the hour is here. Nun, der Notstand der Stunde ist hier. So people have to do multiple jobs to make ends meet. Nun, Leute müssen mehrere Jobs tun, um über die Runden zu kommen. They have to work in various places. Und arbeiten an verschiedenen Orten. Finish this job. Beenden diese Arbeit. Go to another job. Gehen zu einem weiteren Job. And finish with that. Und beenden diesen. And get to another job. Und gehen zu einem weiteren Job. The terrible time coming to the earth. Die schreckliche Zeit kommt zu der Erde. To signal that the Messiah is coming. Um zu signalisieren, dass der Messias kommt. The message is very clear. Die Botschaft ist sehr eindeutig. That the Messiah is coming. Dass
dass der Messias kommt. And the Lord is seeking the attention of this earth. Und der Herr sucht nach der Aufmerksamkeit von dieser Erde. The attention of this generation. Die Aufmerksamkeit von dieser Generation. The Lord is taking away the comforts of the world. Der Herr nimmt den Komfort dieser Welt weg. The Lord Jehovah. Der Herr Jehovah. Jehovah is shaking the comforts of man. Jehovah erschüttert den Komfort der Menschen. Upon this earth. Auf dieser Erde. He's shaking them. Er erschüttert sie. He's looking for their attention. Er sucht nach ihrer Aufmerksamkeit. And he's taking away the comfort. Und er nimmt den Komfort weg. That have lulled mankind for some time on this earth. Der die Menschheit für einige Zeit eingeschläfert hat auf dieser Erde. That have made people complacent. Der die Leute selbstzufrieden gemacht hat. That have made people not responsive to his announcements. Der verursacht hat, dass Leute nicht reaktionsfähig sind zu seinen Verkündigungen. The Lord is taking away the comfort from this earth. Der Herr nimmt den Komfort von dieser Erde weg. So I see a lot of people. Denn ich sehe viele Leute. I see them having to do three jobs. Ich sehe, dass sie drei Jobs machen müssen. And I see them still having to walk to work. Und ich sehe, dass sie immer noch zur Arbeit gehen müssen. I saw them moving houses across the earth, across the face of the earth. Ich sah, dass sie Häuser wechselten, überall auf der Erde, überall auf dem Angesicht der Erde. They have to move from some neighborhoods to try to find other neighborhoods where they can manage. Sie müssen aus einigen Nachbarschaften ausziehen, versuchen andere Nachbarschaften zu finden, wo sie es schaffen können. I see some people going to the go down. Ich sehe einige Leute, sie gehen nach unten. Asking, can you give me your underground here to live with my family? Fragen, könnt ihr mir hier euren Untergrund geben, dass ich hier mit meiner Familie leben kann? The Lord has taken me across the earth. Der Herr hat mich quer durch die Erde gebracht. And he has spoken in such a tremendous way. Und er hat in solch einer enormen Weise gesprochen. The Messiah is coming. Der Messias kommt. And remember the great economic crisis that takes place. Und erinnert euch an die große Wirtschaftskrise, die stattfindet. In the great tribulation. In der großen Trübsal. In the tribulation and the great tribulation. In der Trübsal und der großen Trübsal. The book of Revelation chapter 6 verses 5 to 6. Das Buch Offenbarung Kapitel 6. Vers 5 bis 6. When he warns that a plot of wheat for a day's wages. Als er warnte, ein Maß Weizen für den Tageslohn. And three quarts of barley. Und drei Maß Gersten. For a day's wages. Für einen Tageslohn. For a denarius. Für einen Denar. So there is a distress coming, a global economic crisis coming to the earth. Nun, es kommt eine Not, eine weltweite Wirtschaftskrise. Kommt zu der Erde. I have said this again and again and again for some time now. Ich habe dies wieder und wieder gesagt und wieder für einige Zeit jetzt. Ever since I announced the release of the rider of the black horse. Seitdem ich die Freisetzung von dem Reiter des schwarzen Pferdes verkündete. That August 23rd. An diesem 23. August. August 24th, Saturday, Sunday, 2008. 24. August, Samstag, Sonntag, 2008. And you saw the beginnings of that. Und ihr habt die Anfänge davon gesehen. In the global economic crisis that greeted the earth. In der weltweiten Wirtschaftskrise, welche die Erde gegrüßt hat. That the Lord is using to tell them that he is very serious. Die der Herr gebraucht, um ihnen zu sagen, dass er sehr ernsthaft ist. He is absolutely very serious. Er ist absolut sehr ernsthaft. That the Messiah is coming. Dass der Messias kommt. He is very serious. Er ist sehr ernst. That there is a great tribulation coming. Dass die große Trübsal kommt. After the church is taken away. Nachdem die Gemeinde weggenommen wurde. God Almighty. Gott der Allmächtige. Is speaking to this generation in a very shocking manner. Spricht zu dieser Generation in einer sehr schockierenden Weise. Soliciting for your soul. Wirbt um deine Seele. He is crying out, seeking your audience. Er ruft heraus. Er sucht deine Zuhörerschaft. He is shouting out to you. Er ruft zu dir heraus. That you may listen to him. Sodass du zu ihm hörst.
and find safety. Und Schutz findest. These are tremendous times in the history of the earth. Dies sind enorme Zeiten in der Geschichte der Erde. And so, this past night again, the Lord showed me the earth. Und nun, diese vergangene Nacht zeigte der Herr mir wieder die Erde. And he showed me the serious lack that consumes the earth. Und zeigte mir den ernsthaften Mangel, der die Erde verzehrt. Terrible lack. Schrecklicher Mangel. Depravity. Verdorbenheit. Poverty. Armut. Unemployment. Arbeitslosigkeit. Economic crisis. Wirtschaftskrise. Famine. Hungersnot. Starvation. Verhungern. And hunger. Und Hunger. That is going to strike the earth. Dies wird auf die Erde schlagen. The Messiah is coming. Der Messias kommt. And he has not told me when this takes place. Und hat mir nicht gesagt, wenn dies stattfindet. Whether this happens after the rapture of the church. Ob dies passieren wird nach der Entrückung der Gemeinde. Or not. Oder nicht. But we know that the Lord is so quick to fulfill the words of these two prophets. Aber wir wissen, dass der Herr so schnell ist, die Worte von diesen zwei Propheten zu erfüllen. And so for those of you who have subscribed, who have listened. Und nun für diejenigen von euch, die sich unterzeichnet haben, die zugehört haben. Who have attended this voice of the Lord. Die diese Stimme des Herrn beachtet haben. For you, I bless you with provision. Für euch, ich segne euch mit Versorgung, Protection, Schutz and safety, und Sicherheit. Covering you with the mighty, most glorious blood of Jesus. Bedecke euch mit dem mächtigen, höchst glorreichen Blut von Jesus. That you may be safe in all this, God may preserve you. Dass ihr in all diesem sicher seid, dass Gott euch bewahrt. To establish the testimony on his elect. Um das Zeugnis zu etablieren bei seinen Auserwählten. That you may be those that have the banner, the seal. So dass ihr diejenigen seid, die das Banner tragen, das Siegel. The banner of the Lord on your forehead. Das Banner des Herrn auf eurer Stirn. To testify. Um zu bezeugen. That yes, indeed. Dass ja tatsächlich. The Lord does distinguish. Der Herr unterscheidet. Between he that are covered by the blood. Zwischen die Seinen, die mit dem Blut bedeckt sind. And those that are not. Und diejenigen, die es nicht sind. The Messiah is coming. Der Messias kommt. I see difficult times ahead here. Ich sehe schwere Zeiten hier voran. Ever since I gave that prophecy of the release of the rider of the black horse. Seitdem ich die Prophezeiung gegeben habe von der Freisetzung des Reiters des schwarzen Pferdes. In Nakuru, in that big meeting. In Nakuru, in diesem großen Treffen. August 23rd. 23. August. And 24th, Sunday, the year 2008. Und 24. Samstag, Sonntag, das Jahr 2008. And remember, 3 weeks after that pronouncement, the global financial markets crashed. Und erinnert euch daran, 3 Wochen später nach dieser Verkündigung, die weltweite Wirtschaft, die weltweiten Finanzmärkte brachen ein. So this is now a follow-up unto that. Nun, dies ist jetzt eine Fortsetzung zu diesem. God has spoken repeatedly. Gott hat wiederholend gesprochen. He's spoken about lack of food. Er sprach über Nahrungsmangel, Starvation. Hunger, Drought. Dürre, Hunger. Hunger, Unemployment. Arbeitslosigkeit, Economic crisis. Wirtschaftskrise, coming to the earth. Die zur Erde kommt. We already see the rider of the third horse. Wir sehen bereits den Reiter des pfahlen Pferdes. The prophecy of the disease, I said, coming to the earth. Die Prophezeiung über die Krankheit. Krankheit, die ich sagte, die zu der Erde kommt. That July 29th, the year 2009. Dieser 29. Juli, das Jahr 2009. And the prophecy of Ebola. Und die Prophezeiung von Ebola, that I gave. Die ich gegeben habe. The prophecy of Zika virus in Brazil. Die Prophezeiung von Zika-Virus in Brasilien, that I gave. Die ich gegeben habe. The prophecy now. Die Prophezeiung jetzt. Of this coronavirus that you see how it's devastating Brazil, more than 10,000 people. Von diesem Coronavirus, welches ihr seht, das Brasilien verwüstet, mehr als 10,000 Leute. Positive in one day. Positiv an einem Tag. Mass graves in Manaus and everywhere. Massengräber werden verkündet und überall.
And globally, the United States and Europe. Und weltweit, die Vereinigten Staaten, in Europa. No nation will be spared. Keine Nation wird verschont. The Messiah is coming. Der Messias kommt. You know that I've come to your nations, I've pleaded with you to repent. Ihr wisst, dass ich zu euren Nationen gekommen bin. Ich plädierte zu euch, Buße zu tun. But now the Lord has asked to act in this form. Aber jetzt hat der Herr gefordert, in dieser Form zu fragen. Prepare the way, be holy. Bereitet den Weg vor, seid heilig. Receive Jesus, be born again. Empfangt Jesus, seid wiedergeboren. Turn away from idol worship, all the other religions. Kehrt ab vom Götzendienst, all die anderen Religionen. Believe the gospel, repent and receive Jesus. Glaubt an das Evangelium, tut Buße und empfangt Jesus. Time is out. Die Zeit ist vorbei. The Messiah is coming. Der Messias kommt. The kingdom of heaven is near. Das Königreich des Himmels ist nahe. May the Lord bless you. Thank you. Möge der Herr euch segnen. Dankeschön. Super.